Ja, wann kommt sie denn endlich, die neue Saison? Voller Vorfreude warten wir bereits auf sie. In 2 Wochen geht's los. Aber dieses Testspiel am heutigen Sonntag ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Niederrhein-Derby, Rot-Weiß-Oberhausen gegen den MSV Duisburg. Die Rollen sind klar verteilt, sollte man meinen, wenn ein Zweitligist auf einen Regionalligisten trifft. Doch zu Spielbeginn gibt RWO erstmal den Ton an. Die erste Ecke rausgeholt vom Deutschspanier Rafael Garcia. Und es wird gleich mal richtig ungemütlich im Strafraum des MSV. Am Ende kriegt Philipp Gödde die Rübe an den Ball. RWO geht in Führung und belohnt sich für die starke Anfangsphase. Als A-Jugendlicher ist Gödde mal deutscher Meister mit Schalke 04 geworden. Über Alemannia Aachen hat er jetzt seinen Weg zu RWO gefunden. Und er leitet auch die nächste Aktion ein. Tolles Zusammenspiel über 4-5 Stationen. Der Ball landet bei Patrick Schikowski. Vielleicht etwas zu früh abgezogen, der Neuzugang von den Sportfreunden Lotte. Der MSV findet jetzt auch langsam in die Partie. Wenn etwas geht bei den Duisburgern, dann meist über rechts und vor allem über Standards. Andreas Wiegel ist der Mann für Eckbälle bei den Zebras. Findet Thomas Blomeyer eine erste Annäherung an das Oberhausener Tor. Duisburg jetzt agiler, dominanter. Wieder kommt der MSV über rechts. In der Mitte wartet Kingsley Onuekbu. Da hätte eigentlich nur noch den Fuß reinhalten müssen. Da kann er selber nur lachen. Aber Achtung, Spoiler, er sollte noch eine zweite Chance bekommen. Der Angriff der Zebras, wie sollte es anders sein, über die rechte Seite. Die Hereingabe eigentlich ungefährlich, aber so wird sie natürlich brandgefährlich. Alexander Schelen mit dem folgenschweren Patzer und Onuekbu diesmal eiskalt. Hat ja erst mit 19 Jahren das erste Mal im Verein Fußball gespielt, außerdem bekennender Fan von deutschen Schlagern. In diesem Sinne also, Wunder gibt es immer wieder und so macht Onuekbu hier aus einer völlig ungefährlichen Flanke noch den Ausgleich. Gegen Ende der ersten Hälfte ist es ein munteres Spiel. Beide Teams haben ihre Chancen. Hier ist es wieder Schikowski, der am Duisburger Keeper scheitert und der MSV hat Platz zum Kontern. Duisburg braucht aber eine ganze Weile bis zum gegnerischen Strafraum. Andreas Wiegel weiß am Ende selbst nicht so genau, was er machen soll, aber Standards gehen immer, denkt er sich, und holt immerhin den Freistoß raus. Özbek bringt den Ball in den Strafraum und es ist das dritte Tor an diesem Tag, das nach einem riesengroßen individuellen Fehler fällt. Enesairi, der erfahrene Innenverteidiger, dreht die Partie und könnte mit dem Kollegen Özbek gleich zum Pferdesportturnier CHIO nach Aachen weiterreiten. Wir springen in den zweiten Abschnitt und Oberhausen traut sich mal wieder nach vorn. Kapitän Bauder versucht es aus 16 Metern und Rafael Garcia hat die Chance zum Ausgleich. Das muss natürlich das Tor sein. Duisburg jetzt gewarnt, bloß nicht schon wieder die Anfangsphase verschlafen. Das ist Stanislav Iliutschenko. Duisburg will den Sack zumachen, setzt Oberhausen jetzt zunehmend unter Druck und das sieht auch der Coach der Rot-Weißen, Mike Terranova. So richtig hat RWO aber auch nichts mehr entgegenzusetzen. Duisburg nochmal mit der Chance zu erhöhen, aber Pech und Unvermögen verhindern den dritten Treffer für die Zebras. Das war's, 1:2 der Endstand nach 90 Minuten. Der Regionalligist RWO hat sich hier gut verkauft gegen einen Zweitliga-Aufsteiger aus Duisburg, der die Fehler des Gegners eiskalt ausnutzt.